Meine Wunde hat sich infiziert. Der Arzt musste eine Säuberungsaktion bei mir durchführen. Das machte mir das Atmen sehr schwer. Sie untersuchten die Flüssigkeit im infizierten Bereich und fanden darin Staphylokokken. Meine zweite Operation begann. Die Ärzte gaben mir eine Narkose. Aber nach einer langen Zeit konnte ich immer noch Geräusche um mich herum hören. Ich hörte die Ärzte klagen, als sie über meine Frau sprachen und darüber, dass ich sie vielleicht nie wiedersehen würde. Warum haben sie so über mich und meine Familie gesprochen? Ich war noch am Leben. Sie sollten nicht so reden. Wissen Sie nicht, dass ich noch hören kann? Ich war sehr verwirrt und wütend. Mein Zustand war damals nicht gut, mein ganzer Körper war von Staphylokokken befallen. Es war sehr schwierig, diese Bakterien vollständig zu beseitigen. Bei der ersten Operation infizierte sich meine Wunde, aber niemand wusste, warum. Die von den Ärzten verwendeten Instrumente wurden sterilisiert. Als ich auf der Intensivstation aufwachte und die Augen öffnete, fand ich meine Familie um mich versammelt, die Gesichter voller Traurigkeit. Mir wurde ein Sauerstoffschlauch in den Hals eingeführt, und es gab keine Möglichkeit, mit ihnen zu kommunizieren. Ich wollte ihnen sagen, es ist nicht so schlimm, mir geht es gut. Der Arzt fragte mich, wie ich mich fühle, und ich machte eine Geste des Sieges. Der Arzt verließ das Zimmer, um mit meinen Eltern zu sprechen. Ich habe ihr Gespräch gehört. Der Arzt sagte, ich sei verwirrt und hätte wahrscheinlich einen Hirnschaden. Wir überlegten, welche Antibiotika wir zur Behandlung der Bakterien in seinem Körper einsetzen sollten. Was für eine Krankheit hat er, Herr Doktor? Was sollen wir jetzt tun? Fragt meine Mutter besorgt. Die Staphylokokken hatten gerade erst begonnen, sich auszubreiten, aber sie waren sehr gefährlich. Meine Eltern schossen in die Höhe und meine Frau fragte den Arzt, wie ernst ist es? Der Arzt bejahte die Frage, sehr ernst. Wir hatten zwei Möglichkeiten. Wir konnten ihm Medikamente geben, um die Staphylokokken auszurotten. Aber auch diese Methode birgt Risiken. Wenn wir die Behandlung abbrechen, werden sie ihn in ein paar Tagen verlieren. Meine Eltern und meine Frau gingen mit gebrochenem Herzen nach Hause. Denn im Krankenhaus gab es kein freies Bett für sie. Ich spürte einen Schmerz in meinem Hals und konnte nicht mehr sprechen. Die Krankenschwester gab mir ihr Mobiltelefon und bat mich, aufzuschreiben, was ich sagen wollte. Alles, was ich aufschreiben konnte, war, mein Hals tut sehr weh. Die Krankenschwester sagte, es ist normal, dass man sich ein wenig unwohl fühlt, aber sie konnte den Schlauch nicht abnehmen. Ein paar Stunden später sagte eine Krankenschwester zu einer anderen, sie muss ins Erdgeschoss, um ein Paket abzuholen. Kurze Zeit später sagte die zweite Krankenschwester zu mir, sie muss für eine Weile weg und verspricht, bald wiederzukommen. Nicht lange nachdem die Krankenschwestern gegangen waren, fühlte ich mich atemlos. Da etwas Sputum produziert wurde, war der Schlauch verstopft. Der Sauerstoff konnte meine Lunge nicht erreichen. Ich hatte keine Möglichkeit, laut zu schreien. Mein Körper zappelte und ich konnte nichts tun. Ein paar Sekunden fühlten sich wie Stunden an. Fast zeitgleich ertönte der Alarm. Eine große Gruppe von Ärzten und Krankenschwestern betrat mein Zimmer. Ich hörte ihre panischen Schreie. Sie schienen wie die Verrückten zu schreien. Ich konnte alles hören, aber ich konnte nicht mehr atmen. Gleichzeitig gab der Arzt etwas Flüssigkeit in den Schlauch, um zu versuchen, den Schleim abzusaugen. Ich begann das Bewusstsein zu verlieren und mein Körper hörte auf zu funktionieren.
Ich hörte auf zu atmen und mein Herz schlug nicht mehr. Dann bin ich gegangen. Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich mich in Krankenhauskleidung und die Ärzte um meinen Körper herum. Ich sah meinen Körper. Ich schwebte in der Luft. Ich fühlte mich sehr entspannt. Ich konnte nicht kontrollieren, was geschah, also entschied ich mich, aufzugeben. Dann begann die wunderbare Reise. Ich schwebte weiter nach oben und sah einen sehr großen Baum, der hell leuchtete. Um den großen Baum herum gab es viele kleine Tiere. Sie ähnelten den Tieren auf der Erde, aber es gab einige Tiere, die ich noch nie gesehen hatte, und ich wusste nicht, wie ich sie beschreiben sollte. Sie waren alle in Harmonie und ich fühlte mich hier in Frieden. Sie strahlten eine Liebe aus, die ich nie zuvor gespürt hatte. Ich gehe weiter und mein Körper entspannt sich mehr und mehr. Meine Muskeln schmerzen nicht mehr, ich kann frei atmen und fühle mich nicht mehr müde. Diese Entspannung ist nicht nur äußerlich, sie ist auch innerlich. Die Szene, die sich mir bot, war unglaublich. Es gab Giraffen, Elefanten, Löwen und vieles mehr. Die Szene war wunderschön. Ich war erstaunt über die Farbe der Haut der einzelnen Arten. Es war das erste Mal, dass ich diese wilden Tiere gesehen habe, und sie waren so anders als die Tiere auf der Erde. Sie waren freundlich, als ob wir uns kennen würden. Ich gehe weiter. Ich sehe hier viele Kinder, die unterschiedliche Hautfarben haben. Sie kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Jedes einzelne ist einzigartig und schön zugleich. Alle waren glücklich. Sie spielten und rannten am Fluss herum. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich dafür entscheiden, hier zu bleiben. Ich fühle mich hier nicht besorgt oder ängstlich. Ich habe auch viele ältere Menschen gesehen. Sie sahen so energiegeladen aus. Die Leute lächelten und ich fühlte mich gestärkt. Die Atmosphäre ist von viel Liebe geprägt. Es war wie ein großer Garten, in dem es Blumen in allen Farben gab. Die Leute saßen herum, unterhielten sich und lächelten sich an. Sie haben nicht gesprochen. Es war, als würden sie mit ihrem Bewusstsein kommunizieren. Die Leute lesen Bücher im Garten. Sie befinden sich inmitten eines Gartens voller Blumen und eines schönen Flusses. Sie gingen am Fluss entlang. Ich habe mich hier nicht unwohl gefühlt. Ich bin in keiner Weise geschädigt. Ich denke an meine Eltern und meine Frau. Ich weiß, dass sie leiden, und ich weiß, dass es ihnen gut gehen wird. Ich habe aufgehört, mir Sorgen zu machen, als ich dachte, dass sie später auch hierher kommen würden. Plötzlich sah ich in der Ferne ein Licht. Könnte das mein endgültiges Ziel sein? Je näher ich ihr kam, desto stärker wurde die Liebe, die ich empfand. Ich habe dieses Gefühl sehr genossen. Ich spürte, wie eine Hand meinen Kopf berührte. In diesem Moment war ich von intensiver Liebe überwältigt. Ich hörte eine sanfte Stimme zu mir sagen, bleib ruhig, du kannst hier noch nicht bleiben. Ich hatte so viele Fragen, die ich stellen wollte, aber in diesem Moment begann ich meine Heimreise. Ich dachte, muss ich auf diese raue Art und Weise zurückgehen? Die Erfahrung war so schön. Ich sah mich in einem Krankenhausbett und die Ärzte waren dabei, mich wieder zu beleben. Einen Moment lang war ich wieder in meinem eigenen Körper. Ich spürte wieder den Schmerz. Ich öffnete meine Augen und sah viele Ärzte um mich herum. Ich spürte eine große Hitze in meiner Brust. Ich wollte nicht hier bleiben. Ich schlief langsam ein. Es war, als ob es niemanden interessierte, was ich wollte.
Jeder wollte mich an diesen Ort des Schmerzes zurückbringen. In der Zeit, in der ich weg war, hörte mein Herz auf zu schlagen. Die Ärzte waren verzweifelt, aber sie haben mich nicht aufgegeben. Nach einer sehr langen Zeit kam mein Herzschlag wieder. Ich kehrte zurück und war wieder im Krankenhaus. Ein Kardiologe blieb die ganze Nacht bei mir. Zunächst fühlte ich mich verwirrt und desorientiert. Ich machte den Arzt dafür verantwortlich, dass ich zurückkam. Es vergingen mehrere Stunden, bis ich allmählich wieder zur Besinnung kam. Zu diesem Zeitpunkt verstand ich langsam, was geschehen war. Ich erzählte dem Arzt von meinem Erlebnis und er versicherte mir, dass es sich nur um eine Halluzination handelte, weil ich vorübergehend keinen Sauerstoff mehr hatte.